Rund 100 Flugzeuge starten und landen pro Stunde am Frankfurter Flughafen, Tendenz steigend. Auch wenn sich viele Fans die Maschinen gern von den Spotterpunkten anschauen, richtig begeistert sind die Anwohner in der Nähe des Flughafens nicht. Aktuell müssen Bürger in Gebieten mit hohem Flugaufkommen eine Belastung von bis zu 60 Dezibel aushalten. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass bei einem Schallpegel ab 65 Dezibel das Risiko für Herz-Kreislauf-Störungen um rund 20% erhöht wird. Als hessischer Wirtschaftsminister will Tarek Al-Wazir das Wachstum des Flughafens jedoch nicht per se einschränken. Die Lösung? Es müssen künftig nicht weniger Flugzeuge fliegen, sie müssen nur rund 1,8 Dezibel leiser sein. Das hört sich wenig an, ist aber ziemlich viel, weil 3 Dezibel mehr oder weniger ist immer Verdoppelung oder Halbierung des Dauerschallpegels. Und insofern ist es heute ein guter Tag für die Region, weil wir sagen können, es wird nicht immer lauter werden, sondern es gibt eine Grenze, die jetzt gilt. Und das sorgt dafür, dass auch ein Anreiz gibt, einen ökonomischen Anreiz für Flughafen und Fluggesellschaften, in Zukunft leiser zu fliegen. Neuere, modernere Maschinen und aktive Schallschutzmaßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Lärmobergrenze künftig nicht überschritten wird. An diesem Projekt beteiligt sind die Frankfurter Fluglärmkommission, das Forum Frankfurt, die BAREG, die Fluggesellschaften Condor und Lufthansa und die Fraport AG. Die Gespräche waren herausfordernd, aber wir haben sie in einer guten Atmosphäre geführt, weil wir mit allen Beteiligten, glaube ich, hier jetzt ein gutes Ergebnis erzielt haben. Warum die Atmosphäre alles andere als angespannt war, war schnell klar. Im Fall eines Verstoßes gegen die Lärmobergrenze gibt es aktuell noch keine festgelegten Sanktionsverfahren. Denn die Einhaltung der maximalen Lärmbelastung ist freiwillig. Der Charme einer freiwilligen Lösung ist, dass sie ab sofort gilt, dass alle sich dazu bekennen und dass alle natürlich auch dementsprechend daran gemessen werden und sich messen lassen müssen. Und ich finde, das ist durchaus etwas, wo wir sagen können, den Bürgerinnen und Bürgern der Region, das gilt jetzt, daran könnt ihr alle messen und zwar alle Beteiligten. Der Verkehrsminister ist glücklich, dass es überhaupt eine Lärmobergrenze gibt. Fragt sich nur, ob eine Grenze wirklich eingehalten wird, wenn beim Verstoß gegen die Regeln mit keinen klaren Sanktionen zu rechnen ist. Im kommenden Jahr will Al-Wazir die ersten Messungen vorstellen.